Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr habt tolles Wetter, vielleicht habt eure Kinder Sommerferien oder ihr habt Urlaub, wie auch immer. Ich hoffe auf jeden Fall, euch geht's gut. Ich sehe ja mal wieder vielleicht etwas fertig aus. Ich hatte heute Nacht tierische Kopfschmerzen. Und ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man Kopfschmerzen hat und wenn man liegt und sich nicht bewegt, ist alles gut. Aber sobald man sich bewegt und sogar sich aufbeugt oder dann wieder hinsetzt, dann ist es wie wenn einer mit einem Vorschlaghammer im Kopf rumhaut. Und so war es heute Nacht. Und natürlich musste ich ein paar Mal wieder mich aufsetzen, um Leo zu stillen heute Nacht. Und ich habe jedes Mal das Gefühl gehabt, mein Kopf zerspringt. Deswegen, ja, es ist immer noch ein bisschen da, aber es ist schon ein bisschen besser geworden. Ich habe jetzt heute Morgen meine Kopfschmerztablette genommen. Nehme ich nicht oft, ich versuche es immer erstmal auf anderem Weg, weil ich nicht so der Freund von Schmerztabletten bin. Habe heute Morgen noch mal eine halbe Stunde mit meiner Wärmekompresse im Nacken im Bett gelegen. Mein Mann hat einen Leo genommen. Kann ich euch übrigens wirklich echt ans Herz legen. Also diese Moor-Kompressen, die habe ich ja auch während meiner Schwangerschaft ganz oft verwendet, wenn ich irgendwie Nackenverspannungen hatte oder Kopfschmerzen, die sich einfach hinten in den Nacken legen. Das tut so gut, diese Wärme. Ich kann die euch echt gerne nochmal unten verlinken. Die sind, oh, ich liebe sie einfach. Dadurch ist es ein bisschen besser geworden, aber noch nicht ganz. Und deswegen, ja, Tablette, aber ja, hoffen wir mal, sie gehen weg. Hier ist immer noch die Geburtstagsdeko im Hintergrund. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wie lange lasst ihr diese Geburtstagsdeko nach dem Geburtstag eurer Kinder hängen? Ich kann mich irgendwie nicht davon trennen. Ich finde, es ist so hübsch geworden. Ich glaube, die Happy Birthday-Girlande, die hänge ich jetzt dann langsam mal ab und versuche einfach mal, ob ich die Luft aus den Folienballons wieder rauskriege. Vielleicht kann man die dann auch mal verwenden. Aber diese Ich schaue auf den Balkon und meine Ballonschlange finde ich irgendwie so hübsch. Weiß nicht, mal schauen, wie lange ich sie hängen lasse. Auf jeden Fall, wir haben Kindergeburtstag alles sehr gut hinter uns gebracht. Es war richtig, richtig schön. Ein ganz toller, turbulenter Nachmittag mit viel Lautstärke, viel Action. Aber ja, es war einfach echt richtig schön. Nino hat sich super gefreut. Es war ja einfach irgendwie schön. Der Kuchen war super lecker. Ich habe ganz, ganz viele Komplimente für meine Torte bekommen. Ich fand sie selber auch sehr lecker. Also ich kenne die Kombination und die Zutaten habe ich euch ja grob gezeigt aus dem Kindergeburtstagsvlog. Kann ich euch wirklich empfehlen. Also es war ja dadurch, dass diese Cremes eben fertig waren, super schnell eigentlich gemacht. Und ja, ich kann diese Kombination Banane, Vanille und diese Erdbeersahne-Creme total empfehlen. War richtig lecker. Ja, jetzt, Bibi liegt hier. Der dreht sich jetzt übrigens echt richtig, richtig oft. Wenn man den hier auf seine Krabbeldecke legt, geht das manchmal die ganze Zeit hin und her. Also er schafft jetzt schon beide Seiten, wobei ihm Rücken auf Bauch leichter fällt. Das war gestern hier die ganze Zeit eine Hin- und Her-Dreherei, also richtig cool zu sehen. Ich werde mir den kleinen Leo jetzt nämlich schnappen, denn ich habe heute den Termin bei meiner Hebamme. Das habe ich euch auch in einem, ja, ich muss unbedingt los, in einem der letzten Vlogs erzählt, dass ich ja mir überlegt habe, nochmal einen Termin bei ihr zu machen, weil die Nächte ja wirklich, ja, auf Dauer gesehen so nicht toll sind und ich einfach von ihr wissen will, mache ich irgendwas falsch, braucht der Leo mehr Milch, habe ich zu wenig, einfach nochmal auch ihre Sichtweise, weil ich möchte jetzt nicht ehrlich gesagt einfach zufüttern, ohne dass tatsächlich ein Grund besteht. Ich möchte einfach, dass sie nochmal durchcheckt, körperliche Entwicklung und so weiter, weil den nächsten Termin beim Kinderarzt habe ich erst in anderthalb Monaten. Beim letzten Termin war auch alles in Ordnung, also der Kinderarzt hat keine Alarm geschlagen, aber ja, ich habe auch noch ein, zwei andere Themen, dass ich gerne nochmal wegen Leo mit ihr durchgehen möchte und ich bin dankbar, dass sie gesagt hat, wenn irgendwas im ersten Babyjahr ist, könnt ihr euch da wirklich gerne nochmal melden. Sie ist da weiterhin für uns da. Und deswegen, ja, werde ich da jetzt heute hinfahren und jetzt hier noch schnell meine Wickeltasche, Rucksack, Wickeltasche packen und dann mal hindüsen. Ich freue mich. Ihr wisst, ich gehe ja super gerne zu meiner Hebamme und war ja auch wirklich traurig, dass ja die Betreuung dann letztendlich vorbei war. Und ja, deswegen freue ich mich einerseits, ja, hier diese beiden Wäscheberge, die warten heute auch noch auf mich, muss ich unbedingt erledigen. Ja, deswegen freue ich mich, meine Hebamme so im Termin wiederzusehen. Ich habe ja nach wie vor weiterhin den Mamasport bei ihr, das heißt, da sehe ich sie ja auch noch, aber nochmal jetzt so ein individuelles Gespräch, da freue ich mich jetzt irgendwie wirklich sehr drauf und ich freue mich aber auch, weil ich jetzt endlich wissen möchte, ob in Bezug auf Leo ja, einfach alles in Ordnung ist. Da ist mir ihre Meinung wirklich schon sehr wichtig. Ich werde auch hier nochmal die
U-Hefte, also von Leo mitnehmen, um ihr dann auch nochmal den Gewichtsverlauf jetzt auch beim Kinderarzt zu zeigen. Und ja, möchte das jetzt einfach abgeklärt haben, ob mein Baby sich gut entwickelt, ob sie der Meinung ist, dass er satt wird, ob ihm irgendwas anderes nachts fehlt, ob ich, ja, ich will jetzt nicht sagen, ob ich irgendwas falsch mache, ich glaube, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ja, mir tut es, glaube ich, einfach gut, da dann jetzt nochmal von ihr dann Bestätigung zu bekommen oder einfach Tipps, was ich machen kann, weil ja, die Hormone richten es immer wieder nach richtig schlechten Nächten, aber ich sag mal, auf Dauer funktioniert es halt nicht, dass ich nachts nur 3-4 Stunden schlafe. Also das ist dann irgendwie dann doch nicht so das Wahre. So, das kommt so. Maske. Maske habe ich, wobei ich nehme, glaube ich, lieber die hier mit. Genau. So. Okay. Gut, dann braucht der kleine Spatz jetzt noch eine andere Hose und dann können wir auch schon losdüsen. Und Socken braucht er auch noch. Da ist der eine, das ist hier übrigens, ne? So sieht es auf dem Wickeltisch aus, wenn ja, man hier zwei Kinder nacheinander wickelt und Sachen sucht. Und dann die ganzen schönen von mir abgelegten Haufen wieder durcheinander bringt. Aber ja, so ist es halt so. Wo ist jetzt Leos zweiter Socken? Nino reißt diese Stapel auch super gerne wieder auseinander. Okay, ich melde mich später wieder bei euch. Ich muss jetzt den zweiten Socken suchen und dann berichte ich euch, was meine Hebamme erzählt hat. So ein bisschen ein Déjà-vu-Erlebnis, hier in der Straße zu stehen und mit euch zu quatschen, denn es erinnert mich tatsächlich an den ersten Vlog letztes Jahr im August, an dem ich euch ja offiziell mitgenommen habe, als ich meine Schwangerschaft öffentlich gemacht habe. Da kam ich ja, glaube ich, auch gerade von meiner Hebamme, beziehungsweise hatte meinen ersten Termin bei ihr, um die ja, das erste Gespräch in der Schwangerschaft zu machen und fand es so cool, dass ich euch dann endlich in den Vlogs jetzt ja, mitnehmen konnte, dass ich nicht mehr ja, die Schwangerschaft vor euch geheim halten musste und ja, das ist gerade irgendwie so ein bisschen ein Déjà-vu-Erlebnis und mein Gott, es hat mir so gut getan, nochmal mit meiner Hebamme zu sprechen. Also ich bin so dankbar, dass ich sie als betreuende Hebamme seit meiner ersten Schwangerschaft schon habe. Es ist einfach eine Frau, die es wirklich schafft, mich zu beruhigen, mich zu bestärken, mir kein schlechtes Gewissen zu machen. Ja, einfach großartig. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ja, wir Leo gewogen haben, es verglichen haben, was er seit seiner letzten U-Untersuchung zugenommen hat und es ist zu wenig. Ich schwanke gerade zwischen, dass es mir unfassbar leid tut, dass er einfach wohl abends nicht satt wird und zwischen, ja, in Anführungszeichen Stolz, dass ja, ich einfach natürlich gemerkt habe, dass was nicht stimmt und dass meine Vermutung richtig war, dass ja, es wahrscheinlich einfach nicht mehr oder aktuell nicht ausreicht, was er ja, zu essen bekommt und ja, wie gesagt, sie hat mich aber bestärkt, dass ich absolut stolz sein kann, dass ich ihn jetzt nahezu 6 Monate, also er ist jetzt fast auf den Tag genau 6 Monate alt schon, oh mein Gott, schon 6 Monate, dass er ausschließlich Muttermilch bekommen hat, dass ich sehr viel länger gestillt habe, als voll gestillt habe, als ein Großteil der Mütter im Allgemeinen. Also sie sagt immer, man denkt immer, alle schaffen es ohne Probleme voll zu stillen und man ist dann irgendwie selber derjenige, bei dem es nicht klappt. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall und hat mich da jetzt wirklich bestärkt, mir Mut gemacht und ja, dementsprechend ja, geht es mir jetzt einigermaßen, aber es ist natürlich trotzdem kein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass das Kind in den letzten Wochen vielleicht einfach deswegen geweint hat nachts oder unruhig war, unzufrieden war, weil es einfach Hunger hatte. Deswegen werden wir jetzt abends eine kleine Portion zufüttern. Sie hat gesagt, wir brauchen wahrscheinlich gar nicht so viel, zumal wir jetzt dann auch mit der Beikost anfangen.
Aber ja, ein bisschen was muss er mehr auf die Rippen bekommen, weil ja, die Gewichtszunahme nicht so ist, wie wie es sein sollte. Zumal er ja sowieso schon tendenziell eher zu den leichteren Kindern gehört. Genau, jetzt haben wir uns verabredet, dass ich nächste Woche nochmal zum Wiegen kommen darf, weil ja der nächste Kinderarzttermin so weit noch weg ist, einfach um zu sehen, dass es jetzt dann in die richtige Richtung geht und auch nochmal, denke ich, mir ein gutes Gefühl zu geben, weil sie hat da, glaube ich, auch ein Gespür dafür, wann eine Mama dann nochmal Sicherheit braucht, Zuversicht braucht, dass alles richtig läuft und ja, ich finde es einfach großartig, was sie wieder für Worte gewählt hat, wie viel Zeit sie sich auch genommen hat. Also eigentlich hatten wir eine halbe Stunde angesetzt als Termin. Jetzt, wir saßen, glaube ich, eine Dreiviertelstunde zusammen. Gut zugegeben, wir haben uns auch ein bisschen zusätzlich unterhalten, weil wir jetzt ja auch uns schon eine ganze Weile kennen. Juli und Maus, wir fahren gleich, ne? Weil wir uns ja auch schon eine ganze Weile jetzt kennen und das ist natürlich auch immer schön, aber ja. Ich bin jetzt einfach froh, dass ich weiß, was zu tun ist, dass ich ja, weiß, wie ich meinem Baby hoffentlich dazu verhelfen kann, dass es ihm gut geht komplett, dass es vor allem auch satt wird. Das ist meine Hauptsache und ja, jetzt fahren wir mal nach Hause, weil ich glaube, der kleine Mann hat keinen Bock, hier im Auto zu sitzen und es bewegt sich nicht. So, wir sind jetzt schon wieder eine ganze Weile zu Hause und ich mache jetzt gerade noch schnell ein paar Muffins, weil ja, ich wieder Bananen hatte, die weg müssen. Und wir heute Nachmittag auch noch zu einem Spiele-Date von einem Kumpel von Nino eingeladen sind. Und da dachte ich, bringe ich diesmal was mit. Und er mag halt einfach diese gesunden Muffins, die ich schon seit Ewigkeiten für ihn backe am liebsten. Deswegen dachte ich, komm, mache ich die jetzt schnell. Und das ist ja immer was, wo sich die Kleinen freuen, wenn es irgendwie so ein bisschen noch was Kuchenmäßiges zum Snacken gibt. Und ja, Rezept, wenn ihr wollt, wenn ihr das Rezept wollt, schreibt mir einfach gerne mal. Ist nämlich kein Rezept, was ich euch nicht teilen kann, weil ich das so ein bisschen ja, selber mir zusammengestellt habe. Ja, auf jeden Fall muss ich gestehen, es sind jetzt doch schon, ja, ist jetzt doch schon das ein oder andere Tränchen noch bei mir geflossen wegen ja, der Zufüttergeschichte mit Leo. So ganz kalt lässt es mich ehrlich gesagt jetzt doch nicht, weil ich zum einen traurig bin, dass ja, es eben nicht reicht anscheinend, was ich habe. Und zum anderen muss ich sagen, bin ich aber auch traurig, dass ja, mein Baby anscheinend die ganzen letzten Wochen in den Nächten einfach wohl ja, Hunger gehabt hat und deswegen geweint hat. Und das tut mir im Nachhinein irgendwie für ihn ja, unglaublich leid, dass er sich da ja, Mühe gegeben hat, nachts was aus der Brust rauszukriegen und das hat nicht gereicht und er war halt immer noch wohl hungrig. Ja, und das tut schon irgendwie im Nachhinein so ein bisschen weh, wenn man darüber nachdenkt. Und ja, ich muss aber auch noch mal dazu sagen, dass ich das absolut nicht grundsätzlich schlimm finde, die Flasche zu geben. Meine Hebamme hat auch gesagt, also das macht mich jetzt nicht als Mutter aus, ob ich jetzt voll stille oder zufütter oder vielleicht auch komplett die Flasche gebe. Also das hat nichts mit der Qualität der Mutterrolle oder der Mutter-Kind-Beziehung zu tun. Das möchte ich an der Stelle natürlich auch nochmal betonen. Darum geht es mir nicht, dass ich das verwerflich finde, wenn man Flasche füttert oder eben zufüttert. Es ist einfach mein ganz persönlicher Fall sozusagen, weil ich da auch so ein bisschen ein gebranntes Kind bin von Nino. Ihr könnt euch ja gerne, wenn ihr wollt, mal die Videos angucken. Ich versuche dran zu denken, sie euch hier zu verlinken. Geburtsbericht und die Stillgeschichte. Denn Nino war ja damals ein
Notkaiserschnitt, vollkommen überraschend. Und musste auch von Anfang an zugefüttert werden. Ich hatte es dann nach 2 Monaten, glaube ich, für 3 Wochen geschafft, ihn voll zu stillen, was mich unglaublich stolz gemacht hat. Musste dann aber nachher dann doch wieder zufüttern, weil er einfach nicht genug zugenommen hat. Letztendlich sogar wieder ein bisschen abgenommen hat. Und da hatte ich in der Kombination mit dem Notkaiserschnitt wahnsinnig dran zu knabbern. Da ging es mir psychisch nicht wirklich gut. Ich habe mich da wirklich psychisch teilweise zerfleischt. Weil ich mich einfach nicht als vollwertige Mutter gefühlt habe, wenn ich es nicht schaffe, mein Kind natürlich auf die Welt zu bringen, wofür ich aber nichts konnte, jetzt im Nachhinein gesehen, und eben auch nicht mal schaffe, ihn komplett selber zu ernähren. Also da habe ich wirklich wahnsinnig viel dran zu knabbern gehabt, und deswegen ist es jetzt in dem Moment auch nicht so einfach für mich zu akzeptieren, dass es wohl bei Leo jetzt auch wieder nicht reicht. Ihr hört es bestimmt an meiner Stimme. Es ist, ja, ich muss das jetzt erstmal so ein bisschen verdauen. Aber ich habe auch schon in dem Video gesagt, vor ein paar Vlogs, als ich gesagt habe, ich mache mir Gedanken, warum die Nächte gerade so schlecht sind, dass ich immer das Wohl meines Kindes über meinen eigenen Stolz stelle. Und das ist auch nach wie vor so. Da geht gar nichts drüber. Ja, ich muss es jetzt halt einfach irgendwie für mich so ein bisschen, ja, verdauen. Und ja, mal schauen. Es wird sich wahrscheinlich nicht allzu lang ziehen, das Zufüttern, weil wir ja dann eben auch mit der Beikost starten. Und ich denke, dass es sich vielleicht dann sogar auch schon wieder erledigt hat, wenn wir mit dem Abendbrei loslegen. Dass er dann einfach auch satt genug ist, dass die Milch, die ich habe, für die Nacht reicht. Genau. So werde ich dann heute Abend dieses Sterilisationsgerät wieder rauskramen. Und ja, meine Hebamme hat gesagt, sie empfiehlt mir, die fertig angerührten Fläschchen zu nehmen, weil wir ja wirklich nicht viel brauchen und diese großen Pulverpackungen einfach keinen Sinn machen, weil man die nur 3 Wochen nehmen kann. Und wenn ich wirklich nur abends eine kleine Menge zufütter, dann ist das viel zu viel Pulver, was wir dann letztendlich wegschmeißen müssen. Und sie hat gesagt, ich soll es mir jetzt nachts nicht auch noch oder abends, je nachdem wann er die Flasche dann bekommt, schwerer machen als nötig. Das heißt, einfach schon die fertige Menge entweder abfüllen oder dann eben frisch in ein Fläschchen füllen, und dann muss ich da jetzt nicht noch mit Wasser abkochen und abmessen, messen und so weiter. Genau, aber wie gesagt, ich wollte an der Stelle nur noch mal erwähnen, ich finde es grundsätzlich nicht schlimm, Flasche zu geben. Für mich ist das wirklich keine Frage der Qualität der Mutter, sondern es ist einfach mein ganz persönlicher Fall, der da so ein bisschen sich in mich eingebrannt hat. Und ja, das nur noch mal der Vollständigkeit halber. Aber ja, es ist jetzt, wie es ist, und Hauptsache, mein Baby wird satt und entwickelt sich weiterhin gut. Das ist die Hauptsache, und ist ja nicht so, dass ich jetzt dann von jetzt auf gleich gar nicht mehr stillen kann. Genau. So. Jetzt mache ich die Muffins dann jetzt hier gleich in den Ofen. Und dann ist auch schon fast Zeit, Nino wieder von der Kita zu holen. Und dann machen wir uns noch einen schönen Nachmittag. Ich hoffe auch, wenn das Video jetzt vielleicht ein bisschen, ja, traurig war, also in meiner Stimmung her jetzt vielleicht, es euch trotzdem gefallen hat, es vielleicht interessant für euch war. Wie gesagt, ich möchte auch an der Stelle vielleicht einfach nur noch mal sagen oder auch bestärken, auf das Gefühl zu hören. Ich schiebe die jetzt kurz in den Ofen und dann sage ich, was ich sagen möchte. Sonst dauert das jetzt zu lang. Genau, also an der Stelle einfach noch mal nur den Hinweis geben, euch zu bestärken, einfach auf euer Gefühl zu hören. Ich habe ja, wie gesagt, gespürt bzw. war der Meinung, dass
irgendwas beim Leo nicht ausreichend ist, dass er mit irgendwas nicht zufrieden ist. Und habe eben, wie gesagt, das Gespräch nochmal mit meiner Hebamme gesucht und sie hat gesagt, in den meisten Fällen stimmt es einfach, das Gefühl, was man als Mama hat, das Bauchgefühl. Und war ja auch immer schon so in der Schwangerschaft, da habe ich euch ja auch ein, zwei Mal mitgenommen, als ich nochmal ungeplant zu meinem Frauenarzt gegangen bin, um einfach was abzuklären. Hört da einfach auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr meint, in der Schwangerschaft, es muss zwischen den Terminen nochmal was nachgeschaut werden, weil ihr ein komisches Gefühl habt oder ja, einfach auch was mit eurem Baby ist, geht nochmal auf eure Hebamme zu, geht auf euren Kinderarzt zu. Es wird euch keiner wegschicken und sagen, warum kommen sie denn wegen diesem Pillepalle zu uns. Es ist einfach besser, es abklären zu lassen, sonst macht man sich gegebenenfalls nachher Vorwürfe oder ja, zur Not wird man nach Hause geschickt und sagt, das ist alles bestens, sie kümmern sich bestens um ihr Kind oder das Kind in ihrem Bauch gedeiht prächtig, alles ist wunderbar, machen sie sich keine Sorgen. Und ja, von daher bin ich froh, dass ich jetzt auf mein Bauchgefühl gehört habe. Ich hätte natürlich auch einfach ausprobieren können, zuzufüttern. Aber dadurch, dass ich das jetzt nicht unbedingt wollte, wenn das jetzt nicht zwingend notwendig ist, war es jetzt für mich einfach die bessere Variante, da mit meiner Vertrauensperson, mit meiner Hebamme zu sprechen. Und dafür ist sie da, das hat sie uns angeboten und das finde ich toll, dass sie das macht. Und deswegen bin ich froh, dass ich das jetzt gemacht habe. Auch wenn ich mir natürlich einen anderen Ausgang gewünscht hätte, aber ja, es ist alles gut. Ich verdaue das jetzt noch ein bisschen heute und dann starten wir heute Abend mit der ersten Flasche. Und dann werden wir einfach schauen, ob die Nächte ein bisschen besser werden. Und ja, vielleicht ist er auch einfach nur happy, wenn wir dann jetzt demnächst mit dem Brei starten. Vielleicht ist jetzt auch einfach die Zeit dafür. Genau. Könnt mir gerne eure Erfahrungen zu dem Thema schreiben, eure Gedanken dazu. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Tipps für mich und oder ein paar aufmunternde Worte, über die würde ich mich natürlich nach diesem Video auch sehr, sehr freuen. Aber ja, ich habe gedacht, ich nehme euch einfach auch mal bei solchen Themen mit. Erzähle euch dazu meine Gedanken, weil ja, das ja auch dazu gehört und nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, nicht immer nur alles schön ist. Natürlich macht man sich auch Sorgen als Mama, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist und ja, wie gesagt, wollte euch da einfach auch mal bei solchen Themen teilhaben lassen. Von daher, ich gucke jetzt, dass die Muffins fertig sind, dann ja, geht hier unser normaler Nachmittag weiter. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Daumen hoch für dieses Video nicht vergessen, da freue ich mich immer sehr drüber und auch gerne ein Abo dalassen. Genau, von daher, bis zum nächsten Mal.